Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Until Dawn. Wir machen direkt weiter und schauen, was passiert. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Matt! Oh Scheiße! Shit! Da hängt die Mama auf jeden Fall ein bisschen ab. So, jetzt sind wir auf jeden Fall genau da, wo die, glaube ich, letzte Folge aufgehört hat noch. Jetzt dürfen wir auf jeden Fall noch schwingen. Ja, mache ich. Und gucken, ob ich es schaffe. Komm her. Und schwingen. Wieso? Genau, erst motzte die ganze Zeit und jetzt kommt sie kaum voran. Oh. Was wäre gewesen, wenn ich jetzt nicht Kreis gedrückt hätte? Wäre runtergefallen? Wow. Vorsicht. Da macht die ein Drama und ich dick direkt schon richtig. Ich würde abhauen, wenn ich du wäre. Was mit denn? Autsch. Was hat sie wie? Das war der Funkturm. Hast es doch überlebt. Trotzdem stirbst du irgendwann. Von daher. Kann sie machen, was sie will. Gott. Das waren 600 Mäuse. Für ihr, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Das wäre in dem Moment mir scheißegal. Naja, ob es gut aussieht, das sehen wir jetzt. Warum hat eigentlich alles was mit der Mine zu tun bisher? Was war das für ein Geräusch? Hallo? Ich gehe mal langsam weiter. Wenn irgendwas kommt, sehe ich es ja. Mal rausgucken, was ist das hier? Da steht doch sicher irgendwas jetzt. Hä? Was ist das? Okay. Was sind für Geräusche? Was ist das für ein Viecher? Falls es Viecher sind. Das hört sich auf jeden Fall nicht menschlich an. Oder auch nicht tierisch zumindest. Ich kenne kein Tier, das solche Geräusche macht. Die ist da verletzt, aber ein bisschen normaler gehen kann man doch schon, oder? Okay, gehen wir zur Tür, weil wir gerade immer noch was gesehen. Muss ich ja gleich hier reinrollen, oder? Ja, da ist ein Schloss drauf. Ist ja schön. So. Holen wir dann die Sachen und schieben das runter, oder? Und die Frage ist jetzt, wo ist Matt hin? Nein, ich will noch nicht. Ich gucke, ob hier oben noch irgendwas ist. Hier ist nämlich noch was. Tada! Bergarbeiterfoto. Auf der Rückseite die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Northwest Mine, Dezember 51. Mann, hat sich schnell weggelegt jetzt. Ich kann noch höher, okay. Ne, das war's. Jetzt haben wir die Mine zugemacht. Oh, schön gemacht. So, wo guckst du eigentlich hin? Guck mal gerade. Man sollte mal dahin gucken, wo man hinläuft. So, jetzt. Mach das Ding jetzt, mach die Tür auf.
Jetzt ihn einfach abklatscht, so boink. Wie so ein Gummi. Aufzug. Okay, Aufzug. Ich glaube, ich gehe noch nicht zum Aufzug. Und ich will gerne wissen, was das jetzt für Geräusche sind. Ah, eine Stechuhr. Hinweis entdeckt. Komm, relativ spät das Hinweis entdeckt, da stand. Was ist das für eine Tür hier? Meine Zutür. Wie meistens. Okay. Scheinbar ist hier noch nichts Interessantes mehr. Wow. Soll ich auch lieber einen Aufzug benutzen? Der kommt mir jetzt sogar noch vernünftiger vor als das andere. Wieso kann ich denn so weit weggehen wieder? Ah, was ist das denn da? Totem? Jawohl, mein Totem. Oder ein Totem, nicht mein Totem. Okay. Ein totes Totem. Wenn da geschossen wird, dann mache ich das. Dann bin ich mal gespannt, ob ich das kann. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal die Leiter hoch hier. Ja, nicht an der Leiter vorbeigehen, die Leiter benutzen. So. Gucken wir uns oben erwartet. Entweder steht da jetzt einer, schubst wieder runter oder das ist gar nichts. Und da ist gar nichts. Schön. Oder wir fallen mal von uns alleine runter aus. Hätten wir doch lieber einen Aufzug benutzt. Uhr 20. Wow. Ich glaube, wenn man in diesem Moment auch da wäre, dann wird man sich auch erschrecken. Aber so jetzt nicht. Ich sehe ja gar nichts hier. Es wird lauter, das Geräusch. Genau, das ist der Matt. Wow. Okay, wo bin ich jetzt gelandet hier? Ich würde lieber zu dem Feuertypen da gehen, der Feuertypen? Frau? Oder speien die Feuer, diese komischen... Viecher, wo ich genannt habe. Oh, schräg. Wirklich schräg. Was ist das? Okay, noch was? Ja, wir gucken einfach rein. Ah, ein Textschild hinten drauf. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter. Agnes und Luise. Nimmst du das Bild mit oder was? Ja, nimm das Bild einfach mit. Ist ja nicht so, dass man das braucht, ne? Ich springe. Falls da jetzt was ist, dann schnell nach oben. Wenn er sich fußverletzt ist, kann es aber gut noch springen. Zu Leiter springen, zu Leiter klettern. Okay. Ich mach mal was sicherer. Hast du es auch gleich geschafft. Uah.
Man sollte darauf ein bisschen drauf achten, was man drücken soll. Gut, dass ich noch nicht das Falsche gedrückt habe. Jetzt geht's wieder berghoch. Ist da jetzt da oben was? Bitte nicht. Das Spiel wird gruseliger. Bin ich den Gang nicht schon gelatscht? Kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor. Ja. Wenn was kommt, sehe ich's. Nee, hier war ich doch noch nicht. Okay. Wie lange geht denn der Gang noch? Komm schon, verfluchte Scheiße! Akku leer, schön. Verfluchter Mist. Man sollte immer vorher das Handy aufladen. Feuer, ab hin, das Licht. Hallo, das Licht. Aus unserer Lampe. Haben gleich einen kleinen Umweg gemacht. Ach, sie geht selber. Ich dachte, warum kann ich nicht laufen? Und... wir machen Strom. Ach so. Ich hätte auch zu gesund benutzen können. Na dann. Ey, ich spuck mir die ganze Zeit Feuer. Das will ich gerne mal wissen jetzt. Ja. Okay. So, ein weiter Umweg bis zum Aufzug wieder. Da ist was. Ein Totem. Sagen Sie wie ein Totem. Sieht aber komisch aus. Uiuiui. Gefahr-Totem. Von der Statur auf jeden Fall eher männlich. Welcher von ihnen das war, keine Ahnung. Irgendwie nichts Spektakuläres bisher. Minenbesucher guck ich mir beim nächsten Mal an. Merkst du selber, dass er nicht da ist. Da brauchst du nicht über seinen Namen zu rufen. Oh, Freiheit, oder? Fast. Ja, es wird schwer, da hochzukommen. Einsatzzeugnis, Das ist eine Wand voller Eis. Da kann man nicht einfach hochkraxeln. Wenn man gerade so lustig ist. Was haben wir denn hier? Eine Brille? Hennas Brille? Ja. Wenn das Spiel das sagt, dass es Hennas Brille ist, ist es Hennas Brille. Hier ist auch noch was. Hä? Achso, jetzt. Kommen wir es immer auf Seite und... noch mehr auf Seite. Okay. Ja, so, andersrum. Hinweis. Das ist ganz genau ein Jahr her. Was soll das bloß? Achso, ich dachte, kommt doch irgendwie was extra. Okay, scheinbar nichts Interessantes. Außer die bei ein paar Hinweise jetzt. Ah, hier geht's. Was ist das jetzt hier? Man kann so sagen, so Darth Vader. Bad. 2.2.14. Okay, Beth ist tot. Wo ist das Grab von Hannah? Ich kann nicht langlaufen, okay. Oder? Nein. Doch, gerade wollte doch.
Jetzt auch nicht mehr. Okay, dann nicht. Dann geht's jetzt nicht mehr. Da ist ein Zaun. Da. Einmal. Auf jeden Fall bekämpfen sich da manche. Und hier ist eine Tür. Da kommen wir sicher jetzt durch, oder? Wieso kam ich gerade eben nicht durch? Und wir machen Weg frei. Gehen wir kurz mal daher, bevor ich gerade ausgehe. Ich glaube nicht, dass wir nämlich zum Aufzug irgendwie noch kommen. Außer wenn ich andersrum gegangen wäre. Doch. Ich komme direkt zum Aufzug. Ich glaube, die Tür ist zu, oder? Okay, doch nicht. Ich gehe da hinten erstmal her. Wenn da was ist, dann sehe ich es jetzt. Wenn es die Geschichte verändert, sehe ich es auch. Okay, wir müssen gleich. Ja, genau. Hier ist die Abbiegung wieder. Schön. Hey, hey, hey. Achtung, ihr schreckt sich jetzt. Achtung, und. Hallo. Beth kommt. Das ist Beth. Go. Oh Gott. Okay. Oh Gott, Beth. Oh Gott, Beth, nein. Okay. Egal, wer da gerade was gemacht hat oder mal gemacht hat. Hatte Spaß. Stellt denn so bitte so einen Kopf einfach auf. Oh, mal jetzt würde ich gerne Aufzug benutzen. Und aufwärts oder abwärts? Aufwärts. Stimmt, wir wollen ja aus der Mine. Jetzt kommt sicher irgendwas genau vor dem Eingang, oder? Wow, guten Tag. Nee, komm nicht her, komm nicht. Nein, du bleibst da, wo du bist. Wow. Ist jetzt Gulasch abhauen oder soll ich stehen bleiben? Weiß nicht. Tut er mir was oder tut er mir nichts? Können wir sich alle fackeln? Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist? Okay, ist dem egal. Verstecken, umdrehen, verstecken. Ja, wir machen einfach mal. Gucken, was passiert. Ob das jetzt schlau ist, weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwas tut. Vielleicht ist auch nett. Okay, hat mich. Ja, was genau mit Josh da jetzt als nächstes kommt, weiß ich jetzt selber nicht. Sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Aber bis zum nächsten Mal. Ciao.